Der Markus von Living Active und heute zum Thema Blattjagd. Ja, die Blattzeit ist ja neben dem Aufgang der Bockjagd am 1. Mai der zweite Höhepunkt bei der Rehbockbejagung. Ich persönlich muss sagen, dass ich das Blatten eigentlich immer recht stiefmütterlich behandelt habe und habe mir aus diesem Grund in diesem Jahr einen Nordic Row Blatter zugelegt. Dieser Blatter ist relativ laut. Er knackt sogar die 90 dB Marke und das wurde auch schon in mehreren Tests nachgewiesen, dass er wirklich sehr, sehr laut ist. Das ist aber kein Nachteil, würde ich jetzt sagen, da er auch in der Lage ist, Rehwild über größere Entfernungen anzulocken. Wenn ihr zum Beispiel ein Revier bejagt mit vielen Feldflächen und ihr habt große Distanzen zwischen einzelnen Einständen, dann ist eigentlich ein etwas lauterer Blatter von Vorteil. Bei diesem Blatter hier könnt ihr verschiedene Spielweisen anwenden und je nachdem, welchen Ton ihr nachahmen möchtet, müsst ihr diese Gummiringe in die Kerben verschieben. Welche verschiedenen Spielarten ihr machen könnt, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, noch ein kurzes Wort zur Lautstärkeregulierung des Nordic Row Blatters. Um den Blatter etwas leiser zu spielen, habt ihr hier unten eine Lautstärkeregulierung. Deckt ihr dieses Loch mit eurem Daumen beim Spielen ab, wird der gesamte Blatter leiser. Das ist von Vorteil, wenn das Rehwild etwas näher steht, weil dann klingt jeder Ton etwas authentischer. Wir starten jetzt mal mit dem Kitzfieb. Um den Kitzfieb nachzuahmen, müsst ihr den Gummiring hinter die hintere Kerbe verschieben und presst eure Lippen auf den hinteren Gummiring. Dadurch entsteht ein sehr hoher Ton, der dem Kitzfieb sehr nahe kommt. Der zweite Ton, den ich auch später im Revier verwenden werde, ist der Ricken- oder Schmalrehfieb, welcher etwas tiefer liegt als der Kitzfieb. Dazu lasst ihr den hinteren Gummiring in der hinteren Kerbe und presst eure Lippen direkt auf das Band. Das dritte, was ihr nachahmen könnt, ist das Angstgeschrei. Das ist, wenn der Rehbock die Ricke zu sehr bedrängt. Dafür müsst ihr die Gummidichtung in die zweite Kerbe setzen. Und danach presst ihr eure Lippen auf das Band. Und wenn ihr die Luft einbläst, lässt ihr mit euren Lippen wieder los. Ich habe bei meinem Ansitz jedoch nur den Ricken- oder Schmalrehfieb verwendet und welchen Erfolg ich damit erzielt habe, das seht ihr jetzt.
Ja, das Platten hat funktioniert, wie man gesehen hat. Und um euch das Ganze nochmal genauer zu zeigen, wie das hier auch mit dem Gelände ist, gehen wir jetzt mal zu der Stelle, wo der Rehbock aus der Deckung kam. Hier zog der Rehbock aus der Deckung, zog dann hier über die Wiese, hier vorne an die Ecke der Deckung, und man konnte wirklich erkennen, wie er auf jedes einzelne Platten reagierte. Man wollte dann hier vorne auf die große Fläche und suchte nach der Ricke, fand sie aber nicht und sprang danach oben in die Deckung ab. Wie man in dem Video sehen konnte, kann man seinen Jagderfolg mit Hilfe eines Platters erheblich steigern, und ich werde definitiv mit dem Nordic Row Platter weiterarbeiten. Falls ihr auch Interesse habt an der Lockjagd auf den Fuchs, haben wir auch ein komplettes Dreier-Set im Programm. Und falls ihr euch dafür interessiert, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Living Active in St. Ingbert besuchen kommt oder auch mal in unseren Online-Shop reinschaut oder auf unsere Facebook-Seite. Und bis dahin verbleiben wir mit einem kräftigen Weidmannsheil. Euer Markus von Living Active.